Ich meine, im Endeffekt kann man sagen, dass man wahrscheinlich für 7000 Euro es nicht schafft, einen Clash Royale-Account auszumaxen und es auch nicht schafft, mit 7000 Euro in die Top 20 zu kommen. Das ist schon mal vorweg klar. Leute, was geht ab? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute mal ein Thema für euch vorbereitet, was ich wirklich noch nie auf meinem Kanal angesprochen habe. Und zwar geht es um den Wert bzw. um den Verkauf von Clash Royale Accounts. Aber bevor wir dazu kommen, werden wir jetzt erst nochmal hier eine legendäre Truhe aufmachen und davor auch nochmal hier unsere Clan-Truhe öffnen, Leute. Sowas muss man sich natürlich immer gönnen. Ich würde sagen, die machen wir einfach mal instant auf. Guck mal, ob wir hier was Gutes rausziehen. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, wir kriegen hier wenigstens nochmal zweimal den Giftzauber. Und dann machen wir eben nochmal ganz kurz die legendäre Truhe auf. Und schauen mal, ob wir da was Gutes rausziehen. 3, 2, 1, legendäre Truhe. Und let's go. Bitte irgendwas Nices. Inferno-Drache. Okay, benutze ich so gut wie gar nicht, aber trotzdem immer noch ganz in Ordnung. Und wie gesagt, Leute, heute geht es mal um das Thema Clash Royale Accounts verkaufen, beziehungsweise um den Wert von Clash Royale. Und vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir bei diesem Video wieder 1500 Daumen nach oben erreichen. Sollte eigentlich mega easy funktionieren. Und ja, also mir hat ein Kumpel vor ein paar Tagen mal einen Screenshot per WhatsApp geschickt. Ich will schon mal vorweg sagen, ich kann euch hier keine Screenshots zeigen und auch kein Videomaterial von eBay oder sowas verwenden, weil ich habe so ein ähnliches Video schon mal vor ein paar Jahren auf meinem ganz alten Kanal gemacht, wo ich das bei Clash of Clans gemacht habe. Da habe ich dann die Preise und sowas gezeigt und solche Videos striked Supercell. Es liegt ganz einfach daran, dass Supercell nicht möchte, dass solche oder dass allgemein Clash Royale Accounts verkauft werden. Wenn ihr dabei erwischt werdet und herauskommt, dass ihr euren Clash Royale Account verkaufen wollt, kann es sein, dass der für immer gebannt wird. Also schon mal vorweg, Leute, macht das nicht nach. Wenn ihr einen Clash Royale, da steht in den Supercell AGBs sogar drin, ihr dürft den nicht verkaufen, denn es kann immer passieren, dass ihr irgendwie Geld dafür bezahlt und dann zum Beispiel im Endeffekt dann gar keinen Account erhalte und sowas will Supercell einfach vermeiden und deswegen gehen die da rigoros vor. Ihr werdet auch, wenn ihr sowas bei eBay oder sowas googelt, wahrscheinlich googelt man auf eBay, wenn ihr sowas bei eBay sucht, dann werdet ihr auch keine Clash Royale Accounts finden, wo der Name gezeigt wird, denn die werden dann, wie gesagt, sehr, sehr schnell von Supercell gelöscht. Also macht das am besten nicht, denn auch wenn ihr die verkauft, das ist immer das, ein sehr großes Risiko und das kann ich euch, wie gesagt, nicht empfehlen, auch wenn es ein Kumpel macht. Ich weiß nicht, Supercell hat irgendwelche Möglichkeiten, die kommen dann auch da irgendwie hinter, aber wie gesagt, das ist jetzt so schon mal ein Disclaimer für euch vorweg, dass ich hier keine Fotos oder sonstiges zeige. So, was hat mir mein Kumpel geschickt? Mein Kumpel hat mir ein Foto bei eBay Kleinanzeigen, das ist so, ja, eBay, halt, ja, ich kann es nicht so genau erklären, was eBay Kleinanzeigen ist, ist aber auch nicht das Hauptthema. Zumindest hat er mir da einen Screenshot von geschickt, dass jemand für einen Clash Royale Account 7000 Euro haben möchte. Und der Account war, meine ich, in den Top 20, global. Und hatte alle Karten, meine ich, auf der maximalen Stufe. Also das war auf jeden Fall schon echt krass. Und was ich jetzt dazu sage, also ich bin der Meinung, also man kann eigentlich zu allen Sachen sagen, die ich euch jetzt hier vorstellen möchte, das ist zu krass. Ich meine, im Endeffekt kann man sagen, dass man wahrscheinlich für 7000 Euro es nicht schafft, einen Clash Royale Account auszumaxen. Und es auch nicht schafft, mit 7000 Euro in die Top 20 zu kommen. Das ist schon mal vorweg klar. Jedoch ist es trotzdem extrem, dass solche Accounts oder dass Accounts für so viel Geld angeboten werden. Jedoch kann ich den Preis in gewissermaßen nachvollziehen. Also mir kann niemand erzählen, dass man es schafft, für 7000 Euro in die Top 20 von Clash Royale zu kommen mit maximalen Karten. Das ist unmöglich. Ich muss sagen, ich habe es mir auch noch nicht so wirklich ausgerechnet, wie viel man im Endeffekt dafür bezahlen müsste,
um alles auf die maximale Stufe zu bringen. Aber vielleicht habt ihr ja schon mal meinen, oder habt ihr mal mein Video dazu gesehen, das kann ich euch vielleicht mal hier eben oben beim i verlinken. Da habe ich für 56.000 Gems und ich glaube auch sehr, sehr viel Gold, ich weiß gerade nicht mehr den genauen Wert, habe ich probiert, meine Karten abzugraden. Und das war schon krass. Ich glaube, ich habe da 400 Euro in einem Video oder 300 bis 400 Euro in einem Video ausgegeben und habe es nicht mal geschafft. Meine Karten, ich zeige es euch mal gerade, meine Karten, die weitestgehend, wo sind wir, die weitestgehend so 20.000 Gold kosten, also von Level 11 auf Level 12 etwa, die habe ich nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, alle Karten für 400 Euro abzugraden. Also ich hätte bestimmt, damit ich jetzt hier diese ganzen Karten nochmal upgraden kann, damit ich diese ganzen Karten hier, dass hier bei allen steht, dass die nicht mehr weiter upgraded werden können, müsste ich bestimmt nochmal locker 400 bis 500 Euro ausgeben. So ganz grob geschätzt. Und das ist wirklich echt extrem. Wenn man sich mal überlegt, hier 8.000 Gold, 20.000 Gold, dann hier auch nochmal 8.000 Gold und die kann ich dann ja auch nochmal weiter upgraden. Das heißt, für zwei Karten für 100.000 Gold, die kosten ja 4.500 Gems. Und 4.500 Gems sind so 30 bis 40 Euro. Leute, das ist schon echt extrem. Und jetzt überlegt euch mal, da sind, ich sag das jetzt wie gesagt in Anführungszeichen, weil ich finde, das ist immer noch extrem, extrem viel Geld. Aber 7.000 Euro ist dann doch noch akzeptabel, wenn man sich mal überlegt, dass man dann einen Account bekommt mit maximalen Karten, der dann hier in den Top 20 gerankt ist. Das ist dann auf jeden Fall echt krass. Ich weiß nicht, wann das war, am Ende der Saison oder sowas, habe ich mir nicht genau angeguckt. Er hat mir nur einen Screenshot davon geschickt, dass der Account halt 7.000 Euro kostet. Und was ich einfach mal spaßeshalber gemacht habe, ich habe mir einfach mal überlegt, wie viel wäre mein Account wert, beziehungsweise wie viel habe ich so ganz grob in meinen Account reingesteckt. Also, ihr könnt ja einfach mal jetzt in den Kommentaren raten, wie viel mein Account wert ist, oder beziehungsweise wie viel ihr für einen Account auf meinem Niveau ausgeben würdet. Also ich selbst habe mir auch mal die Frage gestellt und ich würde sagen, für meinen Account, wenn man die so im Verhältnis sieht, wie viel der Account wert ist in den Top 20. Man weiß natürlich nicht, ob das Ganze auch nur ein Scam dann ist und dass ihr den dann im Endeffekt selbst nur für 20.000 oder 30.000 Euro verkaufen würde, weil das wäre dann wirklich ein, in Anführungszeichen, angemessener Preis. Also wirklich in ganz vielen Anführungszeichen. Denn ich denke mal, so viel müsste man dann da mindestens schon mal reinstecken, um ansatzweise so hoch zu kommen. Und ich habe mir, wie gesagt, überlegt, dass mein Account, wenn ich den jetzt so verkaufen würde, vielleicht so für 2.000 Euro bis 3.000 Euro, das wäre dann so ein realistischer Preis, vielleicht doch sogar noch mehr. Denn ich muss sagen, ich zeige es euch ja gerade mal, vielleicht habt ihr gerade nicht den aktuellen Stand von meinem Account vor eurem Gesicht. Natürlich, ich bin nicht so hart am Pushen, das wisst ihr wahrscheinlich. Aber ich habe meine meisten legendären Karten mindestens Level 2, wenn nicht sogar Level 3, beziehungsweise ich kann die halt noch upgraden. Habe meine ganzen Common Cards auf Level 12, meine Rare Cards alle so um Level 9. Dann die epischen Karten, zum Beispiel in Golem habe ich schon auf Level 7. Die meisten anderen gehen, wie gesagt, auf Level 6 hoch. Und das ist schon ein hohes Niveau, muss ich sagen. Und ihr könnt ja einfach mal spaßeshalber für euch selber überlegen, wie viel euer Account so wert ist. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Ihr müsst, also fühlt euch nicht von anderen irgendwie angegeben, wenn einer schreibt, oh, mein Clash Royale Account ist vielleicht so 30.000 Euro wert, das ist dann wahrscheinlich eh übertrieben, aber wenn ihr vielleicht irgendwas Realistisches habt und euch realistisch überlegt habt, so viel ist mein Account wert, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare oder, keine Ahnung, schreibt irgendwie eure Meinung mal zu dem Thema rein. Ich habe jetzt gerade nochmal aktuell geguckt, was hier für Accounts bei eBay so drinne sind und der höchste, den ich jetzt gerade hier gesehen habe, der ist für 3.000 Euro drin. Und da steht, dass der maxed out ist mit maximalen Legendaries und der ist bei 6.000 Pokalen. Also das ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Für 3.000 Euro ist das, würde ich sagen, wieder in Anführungszeichen sehr oder relativ günstig, würde ich sogar behaupten. Aber ich sehe jetzt gerade, der hat so,
Er schreibt Max Legendaries und in seinen Fotos da sind seine Legendaries so auf Level 1 bis maximalem Level. Also er hat da alles mit dabei. Also er hat seine Princess, den Eismagier und den Miner auf dem maximalen Level und zum Beispiel die Nachthexe auf Level 1, den die Banditin auf Level 2, also das ist noch kein Maxed Account, also da hat er ein bisschen übertrieben. Der ist so, ja doch, der ist aber auch noch um einiges krasser gemaxed als meiner zum Beispiel. Er hat die ganzen Common Cards auf dem maximalen Level, also das ist schon ganz schön krass, was der für einen Account anbietet. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, da werden bestimmt ein paar Verrückte dabei sein, die sich halt dann direkt so einen Account kaufen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass das ein bisschen sehr krass ist, was so hinter den Kulissen abgeht. Mit dem Account-Handel und sowas ist das, wie gesagt, auch alles illegal. Also es verstößt gegen die Supercell-AGBs. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Das ist jetzt mal was ganz anderes, sowas habe ich noch nie angesprochen. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Lasst, wie gesagt, gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. I need you to survive. Oh, 'cause without you.